Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Wir starten heute in Wolgast, wo die Ernte im vollen Gange ist. Ihr seht es, die Mähdrescher sind hier wunderbar bei der Arbeit. Die LKWs holen die Pflanzen ab und bringen sie in die Silos. Allerdings gibt es hier tatsächlich eine Sache, die mir noch nicht so hundertprozentig gut gefällt und an der ich noch arbeiten will. Und das ist immer noch das System, wie jetzt die Pflanzen von hier nach da kommen und wie das über die Verteilzentren organisiert ist. Und zusätzlich gibt es nämlich noch einen Aspekt, nämlich, dass diese Straße zur Grenze jetzt hergestellt ist. Und der Plan war ja, dass Wolgast sich selbst dort an der Grenze noch mit Pflanzen versorgt, wenn es welche braucht. Was ich hier nämlich schon sehe, ist, dass dieser eine LKW nicht genügt, um den Bedarf an Pflanzen hier zu decken. Das heißt, wir kaufen hier tendenziell immer noch ein. Ich könnte jetzt einen zweiten LKW auf diese Linie setzen. Das würde durchaus gehen, aber es ist irgendwie auch nicht elegant genug mir. Wo fährt er denn jetzt hin? Ach so, er kommt. Die kommen teilweise direkt von den Feldern. Ja gut, das ist auch in Ordnung. Nein, ich habe folgende Idee. Wir haben hier noch ein Verteilzentrum, was bisher überhaupt nicht genutzt wird. Und ich habe auch keine Ahnung, wozu ich das ursprünglich mal gebaut habe. Vielleicht, weil ich dachte, ich werde irgendwie die Kleidung über das Verteilzentrum transportieren. Aber das läuft ja ganz anders. Nein, ich werde dieses jetzt nutzen, um auch hier den Pflanzentransport drüber abzuwickeln und das noch ein bisschen besser zu machen. Das heißt, dieses Verteilzentrum ist jetzt dafür da, aus diesem Silo die Pflanzen immer hier hinzubringen. Und außerdem, wenn das zu wenig ist, einzukaufen von der Grenze. Wobei, kann man das eigentlich... das kann man, glaube ich, nicht voneinander differenzieren. Er fährt dann auf jeden Fall los zum Einkaufen, ne? Das müsste man dann schon wieder getrennt machen. Das heißt, ein Versorgungszentrum, wo man sagt, okay, wenn das unter, sagen wir mal, 30% fällt, dann kauf ein. Und im anderen Versorgungszentrum, das nur dafür da ist, das von dort zu transportieren, dem sagt man, wenn es unter 90% ist, dann bring es dorthin. So würde immer abgesichert, dass zumindest erst eingekauft wird, wenn es auch benötigt wird. Gut, das spricht wiederum für etwas anderes. Das spricht dafür, dass wir das anders organisieren müssen. Dass wir vielleicht die Felder von dem Großen nehmen, machen lassen. Das Kleine nutzen, um das dorthin zu transportieren und gegebenenfalls von der Grenze das zu holen. Ne, wobei, das muss ja getrennt werden. Ja, ja, genau. Das ist ja der Punkt, den ich trennen will. Ach, schon wieder kompliziert. Oder wir nutzen, genau, das Kleine nur für den Transport hierhin und das für die Felder und für den Einkauf. Das ist insofern gar nicht so schlecht, weil man eh erst einkauft, vermutlich in der Regel, wenn gerade nach dem Ernten, wenn das verbraucht ist. Okay, machen wir das so. Das heißt, wir müssen die Felder neu zuordnen. Ich weiß bloß nicht, ob das geht oder müssen wir die erstmal deselektieren von dem anderen. Könnte auch sein. Wir kaufen erstmal Fahrzeuge. Ja, wir haben jetzt hier die großen, schicken neuen. Mischen wir das mal ein bisschen. So, und jetzt will ich die Felder eigentlich zuweisen und ich schätze mal, dass das nicht funktioniert. Ah, doch. Man kann das doppelt zuweisen. Das ist ja super. Dann gehen wir das mal durch. Okay. Beladen über 0%. Komplett richtig. So, und dann machen wir jetzt als Ziel des Ganzen hier dieses Ding, aber nur zum Entladen. Und nicht wieder zum Beladen. Und das soll auf jeden Fall dahin transportiert wird. Also wenn das unter 100% ist, soll auf jeden Fall abtransportiert werden. So. Das ist jetzt aber immer noch das Thema mit der Grenze. Weil dann ist das ja als Entladeziel definiert. Ach, verdammt, da kommen wir nicht richtig weiter. Ja, wenn ich das nämlich jetzt als Beladeziel mache, dann heißt das, obwohl, nee, das müsste eigentlich gehen. Hier wird ja nur entladen, das heißt, dort wird nicht genommen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, hier beladen, ich sag mal, wenn es unter 30% fällt,
Nee, entladen. Genau. Unter 30%. Und die Grenze nehme ich wieder als beladen. Pflanzeneinkauf. So müsste es eigentlich funktionieren. So, die sind jetzt wie blöde am Losfahren. Und das werden wir jetzt komplett löschen. Entferne alle Verbindungen. Und jetzt machen wir das neu, nämlich... Jetzt geht es nur darum, dass ihr hier jetzt B lädt. Und zwar, ja, wenn das über 0% ist. Und hier entladet. Und zwar in diesem Fall aber jetzt, wenn das unter 100 ist. So. So müsste es jetzt genauso funktionieren, wie ich mir es vorstelle. Das heißt, die bringen das von den Feldern, bringen das da rein. Oder auch da rein, auch möglich, wenn es unter 30% ist, was ja nicht so schlimm ist. Und wenn das unter 30% ist, dann fahren die zusätzlich noch zur Grenze und kaufen ein. Und bringen das direkt dorthin. Ja, das könnte funktionieren. Okay, wie viel haben wir jetzt hier eigentlich Füllstand? 8,5%. Okay, er ist jetzt zum ersten Mal hier. Der kommt vermutlich von den Feldern. Also Ziel muss es ja sein, dass wir hier auch mal irgendwie so weit kommen, dass wir nicht hier automatisch einkaufen. Mal gucken. Ach so, und dann haben wir immer noch den Typen, der hier seine Linie abfährt. Den müssen wir auch noch identifizieren, weil der muss weg. Related Lines, hier haben wir das. Der muss weg. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Linie wird dadurch auch automatisch gelöscht. So, und wie nennen wir das Ganze jetzt? VZ ja, LPG Wolgast sind es ja eigentlich beide, ne? Egal, VZ LPG Wolgast 1 oder VZ 1 LPG Wolgast, machen wir es so. Und das andere heißt VZ 2 LPG Wolgast. Wenn wir das irgendwann vergessen haben, was der Sinn da eigentlich ist, helfen uns diese Namen zwar auch nichts, aber gut. So, schön zu sehen ist, dass jetzt wirklich alle LKWs unterwegs sind. Das ist, glaube ich, auch sehr nötig, um jetzt zum Beispiel hier diese Ernte einzuholen, um jetzt hier einen kleinen Überschuss an Pflanzen zu organisieren. So weit, so gut. Okay, prima. Irgendwann, wenn wir das alles gut hingekriegt haben mit diesen ganzen Importgeschichten, dann werde ich einmal systematisch durchgehen und gucken, wo kaufen wir noch ein, also wo lassen wir noch hin beamen. Und dann werde ich das alles abschalten, außer bei Nahrung in den HO-Lagern. Und dann werde ich das anschalten, dass wir benachrichtigt werden, wenn Lager irgendwie gefährlich leer sind. Und dann sehen wir sofort, wo es irgendwo Produktionsengpässe gibt. Und dann werden wir also, ich sag mal, noch eine Stufe realistischer hier spielen. Gut, soweit das. Das nächste Thema, was ich angehen möchte, ist hier das Thema Lager National Elektronik, wollte ich, glaube ich, hier, ne? Oder elektronische Komponenten. Das ist ja eine gute Frage. Was wollte ich hier eigentlich haben? Ha, ich glaube Elektronik. Ja. Das war das, was wir für die HO-Lager brauchten. Das hatte, glaube ich, hier Priorität. Und wir haben hier noch keine Stromversorgung. Das ist auch noch nicht gut. Okay, da müssen wir auch erstmal rangehen. Aber ich benenne es erstmal. Also, Lager National Elektronik. Haben wir noch Wolgast dran geschrieben? Nö, machen wir nicht. Stralsund, wollte ich sagen. Nee, haben wir nicht gemacht. Gut, so, das heißt, hier Menge begrenzt. Na. Ich brauche das Gefühl, die Autosaves brauchen immer mehr Zeit. Also, Elektronik hier auf 100%. Und eigentlich brauchen wir jetzt als erstes mal einen Zug, der jetzt etwas Umgekehrtes macht von dem, was wir bisher machen. Wir werden jetzt hier nicht exportieren, sondern importieren und dann läuft das alles darüber. Ja. Dann gönnen wir uns doch mal so einen Zug. Ich glaube, in diesem Falle, wobei eigentlich will ich alles jetzt zukünftig hier kaufen, wobei in diesem Falle können wir das auch hier machen, weil wir haben ja die Tankstelle da direkt hinter. So, da passen 220 Tonnen. Ich denke, das ist jetzt, muss kein so riesiger Zug sein.
Gucken wir mal, was wir da gerne nehmen. Wir schauen noch mal, was neu hier dabei ist. Vielleicht ist ja noch was dazugekommen. Geschwindigkeit. Ne, da haben wir nichts Schnelleres mehr. Die sind alle 100 km/h. Auch hier haben wir natürlich die Motorleistung. Ist enorm, aber für diesen Zweck ist es, glaube ich, gar nicht nötig. Nehmen wir die SU46 oder diese kleine hier. Ich glaube, für diesen Zweck reicht, glaube ich, das kleine Ding. So, und jetzt gucken wir, was brauchen wir für Güterwagen? Ich glaube, diese, ne? Einfach Elektronik. Da passen 23 rein. Ja. Hängen wir da mal 4 an. So, okay. Dann möchten wir einen Stopp an der Grenze haben. Und hier soll beladen werden. Und zwar Elektronik. Und dann brauchen wir einen Stopp hier. Und da soll entladen werden Elektronik. Und hier warten wir auch bis entladen, weil wenn das Lager voll ist, soll der Zug natürlich nicht fahren. So, Start bitte. Und vielleicht, wir sind ja auch in der letzten Folge der Staffel, machen wir mal wieder so eine Art Mitfahrt. Und folgen mal diesem neuen Zug zur Grenze. Wobei, eigentlich, den Weg kennen wir ja schon, ne? Was ist das denn hier für eine Uhr? Engaged Rail Track Forward Along the Way? Ach so, er sagt hier nur... Ah, das ist aber neu im Interface. Er sagt, dass er jetzt wartet, weil vermutlich ein anderer Zug kommt. Ja, ja, genau. Ah, ist ja cool. Ist mir auch noch nie so aufgefallen. Ja, ehe der hier auf die Strecke kommt, wird es ein bisschen dauern. Da, hier ist ja einiger Verkehr. Aber wie gesagt, da gibt es bald eine Entzerrung. Allerdings verstehe ich nicht, warum muss er eigentlich anhalten, wenn er hier durchfährt. Das müsste eigentlich durch so ein Signalsystem intelligenter gelöst werden können. Aber der ganze Block ist halt gesperrt. Ja, gut, das dauert noch seine Zeit. Wir machen das jetzt nicht. Was wir benötigen, ist natürlich ein Verteilzentrum, was das Ganze hier verteilt. Aber ich denke, das werden wir erst einrichten, wenn wir logischerweise dort ein bisschen Elektronik dazu bekommen haben. Und was brauchen wir eigentlich noch? Also, was kaufen wir eigentlich noch so ein? Elektronische Komponenten. Ja, das ist tatsächlich etwas. Und Kunststoffe. Wobei Kunststoffe benötigen wir, glaube ich, im Moment noch gar nicht, oder ich wüsste gar nicht, wo wir das benötigen, aber elektronische Komponenten sind natürlich eigentlich immer wieder erforderlich. Und insofern, Leute, ihr ahnt es, was jetzt kommt, insofern werden wir das ganze System jetzt hier direkt mal erweitern. Wir werden jetzt hier noch ein Lagerhaus ranbringen, das wir von hier dann anbinden. Jawohl. Okay. Das heißt, wir werden diese Straße erstmal abreißen. Außerdem müssen wir uns hier um den Strom kümmern. Das ist auch noch so ein Thema. Und dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen platt machen da vorne, damit das irgendwie funktioniert. Machen wir das mal an. Gelände aus der Mitte. Ja, selber machen. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen Arbeit hier. Ja, ich sehe gerade, das haben wir von der Höhe hier ein bisschen unglücklich gebaut. Ich würde sagen, wir setzen das nochmal ein bisschen zurück. Das sehen wir dann später nochmal, wie wir das weitersetzen. Wichtig ist, dass wir es jetzt vernünftig erstmal planieren. Unsere Lagerebene wird hier weiter ausgebaut. Es sind dann eigentlich nur noch 2 Lager, die hier hinkommen. Chemikalien machen wir, wie gesagt, über einen anderen Weg. Ich lasse erstmal das hier mit dem Strom, lasse ich mal so. Das bauen wir irgendwann anders mal um.
Okay, ich denke, für das, was wir jetzt hier vorhaben, reicht das. Wir bauen jetzt auch erstmal nur ein Lagerhaus. Das genügt. So. So, das werden wir wieder... Ja, wir können das so machen wie hier, aber dadurch, dass wir das jetzt beliebig drehen können... Also beliebig ist es gar nicht. Na doch, könnten wir es theoretisch auch so anschließen, dass die Straße, dass er diese Straße mitnutzt. Ja, das sollten wir in jedem Fall machen. Ach so, das ist ja auch das System, was wir da haben. Ich denke, das machen wir so, ja. Wir binden das da an und platzieren das. So, und dann kommt die Gleisführung. Und wir haben das... Ja, wir müssen natürlich auch wieder noch weiter geradeaus gehen können. Insofern machen wir es mal so. Ja, das ist das Früheste, wie wir hier abgehen können. Insofern wird das leider so einen kleinen Schlenker haben. Das ist jetzt nicht zu vermeiden. Außer ich setze das noch mit... Ja, okay, pass auf. Ich könnte das Lagerhaus noch so setzen, dass es genau gerade da reinführt. Na komm, dann sind wir jetzt mal perfektionistisch und machen wir das so. Nehme ich das nochmal wieder zurück. Eben so diesen Fitzelstraße. Und dann planen wir das nochmal neu. Das sehe ich natürlich nicht wegen dieses blöden Tooltips. Ah, wie kann ich das denn jetzt? Shit. Wie kriege ich den Tooltip weg? Ah, so. So ist gut. So, das müsste jetzt direkt gerade drauf führen. Perfekt. Und dann können wir das damit anbinden. Okay. Sehr schön. Dann kann das auch geplant werden. Signaltechnisch haben wir das hier noch nicht abgetrennt. Das sollten wir noch tun. Das müsste dann mixed werden. So. So, das sollte auch für die Bauarbeiten dann kein Problem sein. So, dann bleiben wir jetzt hier nochmal und denken nochmal über den Strom nach. Vermutlich ist es das Beste, dass wir hier auch nochmal einen Verteiler setzen und oben rumgehen und den da hinten anbauen. Ja, ich denke ja. Machen wir das so. Das heißt, wir setzen das einfach in der Verlängerung dorthin. Ja, Verlängerung ist auch was anderes. Müssen wir die Straße neu bauen. Habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf. Platzieren wir das so. Und dann müssen wir das jetzt im Sofortbau machen, weil wir ja hier unterbrechen. Nein, so rum. Genau, und führen dann nochmal die Kiesstraße darunter. So, das ist beides Sofortbau. Ebenso wie diese Verbindung hier. Okay. Und das andere können wir selbst bauen, weil die Lager funktionieren meines Wissens auch ohne Strom. Sie sind da nur nicht ganz so schnell, was das Verladen betrifft. Das ist in diesem Fall jetzt aber nicht so schlimm. Ja, das passt. Okay, dann legt damit los. Gut. Für Teilzentrum haben wir auch gleich zwei gebaut. Das ist dann insofern schon ein bisschen in die Zukunft gedacht. So, und hier kommt jetzt tatsächlich, glaube ich, der erste Elektroniktransport. Das Ganze hat einen relativ hohen Wert von 366.000 Rubel. Und das bedeutet wiederum, dass wir dann dieses Verteilzentrum jetzt hier auch in Gang bringen können. Wie haben wir das genannt? VZ... Ah ja, okay, alles klar. Dann nennen wir das auch so. VZ Elektronik. National. Stralsund. Passt nicht. Doch, passt hin. Okay, und wir brauchen Fahrzeuge. Und auch hier ist das eigentlich jetzt das überlegene Ding bei den geschlossenen. Logischerweise, 4,5 Tonnen kriegt so keiner mit. Ja, dann mischen wir das wieder. Wir kaufen jetzt volle Socke. Wir haben es ja. Was wir aber benötigen hier ist noch Treibstoff.
Der kommt von dort. Haben wir auch Gott sei Dank noch Luft. Schließen wir den auch mit an. So, und jetzt müssen wir aber die gesamte Planung machen. Das heißt, wir müssen jetzt alle HOs wiederfinden. Beziehungsweise starten tun wir natürlich hier. Weil hier das Ganze abgeholt werden soll. Beladen, Elektronik, über 0%. Warum kann man eigentlich auch hier Treibstoff hinbringen? Interessant. Nee, Quatsch, das ist ja Elektronik. Jetzt war ich... dachte, das wäre die Anzeige für das Lager. Aber das ist natürlich Unsinn. Okay, also, dann haben wir hier das HO-Warenlager entladen. Wenn das Ganze unter 50% sinkt. So, wir machen weiter mit Neuerswerda. Wir wissen... ich habe da, glaube ich, gar nicht... Ich habe das falsch gemacht. Wir haben ja hier die Ladestation. Das war Quatsch. Entladen 50%, das nehmen wir nochmal raus. Hier müssen wir entladen. Kann sein, dass ich das hier und da immer mal vergessen habe. Wie sieht es hier aus? Da müssen wir hier hin. Entladen 50%. Okay, machen wir weiter mit Ölsnitz. Ja, da ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir das Ganze eigentlich hier noch ändern müssen. Ich mache es da nochmal auf das alte, aber gut. Weil das soll eigentlich das neue HU-Lager sein. Das ist auch noch ein offener Punkt auf meiner langen Liste der Dinge, die zu tun sind. Leipzig, HU-Lager, wenn ich mich recht entsinne, hier. Entladen. Und dann haben wir Erzfurt. Da haben wir das HU-Lager dort. Und damit dürfte das überall jetzt eigentlich Berücksichtigung gefunden haben. Sehr schön, damit haben wir diesen Kreislauf gestartet. So, es ist auch schon wieder Herbst, sehe ich gerade. Zufriedenheit steigt. Ich glaube, wir sind gestartet in dieser Staffel mit 84 oder 86%. Bin ich ganz zufrieden mit. Da bin ich ganz zufrieden mit. So. Gut, wie sieht's hier aus mit diesem großen Ding? Das Megaprojekt ist bald fertig, aber ohne den Bahnhof geht das eh noch nicht los. Insofern brauchen wir nicht nervös werden. Dieses Feld ist nicht abgearbeitet. Was ist hier los? Hier stimmt irgendwas mit den Zuweisungen nicht, oder? Die Zuweisung der Vertriebsbüros. Das ist schon zugewiesen. Ja, das ist der Farm zugewiesen, aber das funktioniert ja nicht über die Farm. Okay, da gab es einen Fehler. Tja, hoffen wir, dass wir das noch rechtzeitig da runterbekommen. Okay. Ja, wie schließen wir das heute ab? Ich würde sagen, wir schließen das damit ab, dass wir mal wieder einer Person folgen, was die so macht und ob das alles jetzt so besser funktioniert. Wir gucken mal an. Wir sehen erstmal, dass die Statistiken deutlich besser geworden sind. Jetzt ist nur noch Fleisch das Problem. Ja, wir haben tatsächlich... irgendwie kommt Fleisch tatsächlich ein bisschen an. Das ist ja ganz gut. Okay, prima. Gut, folgen wir mal jemandem, der hier wohnt. Orsokina Irisa Viktorovna, 35 Jahre. Ups, nee, jetzt habe ich die abgewählt. Ja, toll. Dann doch jemand anderen. Ah ne, hier haben wir auch Sokine. Komm, ich will sie jetzt haben. Nee, die bewegen sich da immer weg. So, jetzt bitte anpinnen. Das können wir schließen. Und jetzt verfolgen wir mal, was sie tut. Sie arbeitet jetzt im Schacht Beharrlichkeit. Okay. 4 Stunden, das dauert noch ein Weilchen. Wisst ihr was? Ich mache Folgendes. Ich werde an dieser Stelle jetzt mal kurz einen Schnitt machen. Und pausieren, abspeichern und dann können wir uns mit aller Ausführlichkeit und Gemütlichkeit mit Orsokina beschäftigen, ohne dass dann wir irgendwie Zeit verlieren. Sonst habe ich irgendwie nicht die Ruhe. Kurzer Schnitt, wir sehen uns gleich. Okay, da bin ich wieder. Orsokina ist auch immer noch angepinnt und sie arbeitet. Und ich lasse jetzt mal schnell laufen und wir gucken mal. Also sie arbeitet noch, logischerweise, und hat jetzt eine Anforderung Essen. Und Attraktion. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie das jetzt befriedigt. So, Arbeitsschicht ist jetzt zu Ende gleich, in einer halben Stunde. Jetzt wird sie zurückgebeamt und hat jetzt die Anforderung Essen, Fleisch und Attraktion und geht jetzt
ins neue Einkaufszentrum. Okay, da holt sie sich Essen, Fleisch und Elektronik. Soweit, so gut. Und was macht sie jetzt? Sieht man, wo sie zu Fuß, Roter Stern, Neueswerda. Ah, sie geht ins Stadion. Das gilt als Attraktion? Okay, 16 Stunden Freizeit. Jetzt ist sie im Stadion und befriedigt Attraktion. So, das funktioniert. Jetzt hat sie noch ein bisschen Freizeit. Jetzt beginnt die Arbeitsschicht. Sie arbeitet heute. Ihr wisst, die Bevölkerung von Wallonien arbeitet jeden Tag woanders. Ist das nicht herrlich? Jetzt arbeitet sie als Lehrerin. Vielleicht auch als Angestellte. Nee, wahrscheinlich als Lehrerin an der POS Hans Beimler. 8 Stunden. Und hat... Diese Anforderungen sind ja eigentlich befriedigt. Was macht sie denn jetzt in ihrer Freizeit? Gucken wir mal. Die 8 Stunden sind jetzt gleich vorbei. Nee, wird wieder zurückgesetzt. Essen, Fleisch, Attraktion. Okay, es sieht so aus, als ob... Was ist jetzt? Jetzt hängt sie irgendwie hier. Freizeit läuft nicht. Was ist jetzt mit ihr los? Jetzt geht sie los, geht wieder einkaufen. Okay, das heißt, manche Bedürfnisse, die werden nicht täglich, müssen nicht täglich erfüllt werden. Könnte ich mir vorstellen. So, und sie geht wieder ins Stadion. Verbringt dort ihre Zeit, bis sie die 100% voll hat und hat jetzt noch bis... Oh, sie hätte noch 6 Stunden Zeit für was anderes, aber hat offenbar keine... Ah, sie schaut jetzt Fernsehen. Ah, das ist cool. Das macht sie also, wenn sie unterwegs ist, kann sie das logischerweise nicht machen, sondern in diesen Pausen. Okay, das ist gut zu wissen. So, pass auf. Ich will mir noch jemand anders angucken. Jemand, der hier hinten wohnt, wo es ein bisschen schwieriger ist vielleicht, all die Dinge zu erreichen. Gucken wir mal, wie es hier läuft. Ja, hier sieht's. Elektronik ist hier ein Problem. Ernsthaft? Okay. Gucken wir uns mal hier jemanden aus. Die sind ja alle so alt hier. Fukin Timur. Was machst du dann, Fukin? So, du bist jetzt erstmal zu Hause und guckst Fernsehen. So, jetzt arbeitet er im Rat der Stadt. Okay, er hat also auch Universitätsbildung. Elektronik ist interessant, das ist so ein Wert, 3,39, was auch immer das heißt. Also je höher der ist, dann hat man vermutlich alles. Dann hat man Radio, Fernseher und schon einen Computer. Aber er hat trotzdem unbefriedigte Forderungen in Elektronik. Und schaut mal, er hat nicht Attraktion, sondern er hat Sport als Bedürfnis und Alkohol trinken. Na, mal gucken, wie er das befriedigt. So, er geht jetzt erstmal einkaufen. Rüber ins neue Einkaufszentrum. Okay, das funktioniert alles. Jetzt will er Alkohol trinken und geht in irgendeine Kneipe. Da hinten, die ich eigentlich abreißen will. Da ist die Frage, ob wir das überhaupt machen können. So, das ist auch befriedigt. Und jetzt guckt er Fernsehen. Und offenbar kann er dort nicht, hat er dort nicht Elektronik kaufen können. Hier im Einkaufszentrum. Aber Elektronik ist da. Verstehe ich gar nicht. Fleisch ist auch da. Also das läuft im Moment. Insgesamt würde ich sagen, die großen Probleme haben wir erstmal lösen können. Wir klicken jetzt mal durch ein paar durch. Gut, das sind Touristen. Kneipe. Fleisch, Spiritualität ist ja sowieso ein Thema. Elektronik wird sich, glaube ich, wieder einpendeln. Ja, also ich denke, Gesundheit ist überhaupt kein Problem mehr. Das heißt, eigentlich ist der Weiterbau dieses Krankenhauses komplett unnötig. Gucken wir uns mal das Rathaus an. 4 Arbeitslose nur. Ja, tatsächlich, hier herrscht echt Arbeitskraft. Kräftemangel. Aber die Produktivität ist ja bei unfassbaren 108%. Das kommt, weil jetzt hier die Regierungsloyalität immer weiter ansteigt. Also hier haben wir, glaube ich, den Durchbruch. Das ist ja enorm. Zufriedenheit hoch, Regierungsloyalität hoch und dadurch steigt die Produktivität dann sehr, sehr stark an. Sehr schön. Wie sieht es in den Betrieben aus? Ja, könnte halt ein bisschen mehr sein. Ne? 95 hier. 113, das ist allerdings gut. Schaut mal, das ist voll. Das ist nicht ganz voll, okay.
Hier könnte man vielleicht ein bisschen reduzieren, müssen wir mal gucken. Warum sagt er, ich kann nicht exportieren? Weil hier ist doch eigentlich noch Platz. Nee, das ist tatsächlich voll. Okay, das bedeutet für mich, wir können tatsächlich die Arbeiterschaft ein bisschen reduzieren, hier vielleicht auf 70. Wir produzieren zu viel Nahrung. Wie sieht es aus mit Alkohol? Das ist noch lange nicht voll. Hier könnten mehr arbeiten. Schicken wir mal hier 80 hin. Aber wisst ihr was? Auch das war Quatsch, weil ich habe ja vorher schon gespeichert. Insofern werde ich das in meinem Spielstand dann nochmal nachjustieren. Für dieses Mal werden wir Wallonien wieder verlassen. Ja, es gibt nach wie vor einiges zu tun von den Dingen, die wir angefangen haben, noch nicht richtig beendet haben. Wir müssen in Leipzig und in Erzfurt noch Geheimdienst bauen, in Leipzig auch noch ein Waisenhaus. Ja, und dann bin ich schon mal gespannt, wenn wir hier an der Grenze angekommen sind, dann können wir hier ein paar Sachen verändern. Ach, wisst ihr was? Wir haben wirklich, es gibt immer so viel zu tun und von euch gibt es auch immer so viel Anregung. Die Liste wird wieder lang sein beim nächsten Mal. Ich freue mich schon jetzt darauf. Wir sehen uns wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Steinbein.